unter überanstrengten Augen versteht man eine Funktionsstörung, die nicht selten schmerzhaft ist. Man hat gerötete Augen, man hat brennende Augen, vermehrten Tränenfluss, man hat druckempfindliche Augen, Sehstörungen mit verschlechterter Sehkraft und man bekommt dabei auch sogar Kopfschmerzen. Die häufigste Alltagssituation mit Überbelastung der Augen stellt die Bildschirmarbeit dar. Bei dem trockenen Auge kommt es zu einer Befeuchtungsstörung der Hornhautoberfläche durch den Tränenfilm, der nicht mehr so gut funktioniert. Es kommt zu brennenden Augen, man hat das Gefühl, man habe einen Fremdkörper im Auge, dem Fremdkörpergefühl, zu den kratzenden Augen, zu den geröteten Augen und es kommt durch die überanstrengten Augen auch zu einem reduzierten Lidschlag, dem Blinzeln. Es kommt zu Sinnesstörungen mit Sehstörungen, dass die Sehkraft trotz bester Brille auch nicht mehr optimal ist, weil diese Muskeln verspannt sind. Im Alltag gibt es einfache Tipps, um die Augen zu schonen. Man sollte lesen bei bestmöglichem Licht. Man sollte den Monitor so stellen, dass kein direktes Sonnenlicht drauf trifft. Sollte auch der Monitor so ausgerichtet sein, dass man normal sitzen kann. Heiße Umschläge sind ein weiterer wichtiger Punkt. Man nimmt einen heißen Waschlappen und hält ihn bis zu 5 Minuten, immer schön wieder heiß gemacht, auf die Augen. Und nachdem die Augen schön heiß geworden sind, kann man sie sehr sanft auch ausmassieren, um das Fett, was im Augenrand sich befindet, herauszumassieren und die Augen dann auch besser zu befeuchten. Wenn man den Begriff so weit fasst, Augenbeschwerden generell, so gibt es eine ganze Reihe von Heilpflanzen, die bei den unterschiedlichsten Augenbeschwerden und Augenkrankheiten eingesetzt werden. Grenzt man aber die Anwendung von pflanzlichen Arzneimitteln direkt auf das Auge ein, dann sind es schon wesentlich weniger Arzneipflanzen, die verwendet werden. In erster Linie gehört dazu der Augentrost, Euphrasia officinalis mit den verschiedenen Zubereitungsformen, sowie auch andere Heilpflanzen, die entzündungshemmende Wirkungen besitzen, wie zum Beispiel die Kamille oder zum Beispiel auch die Eichenrinde. Für die Herstellung von pflanzlichen Arzneimitteln stammen die entsprechenden Pflanzen aus dem kontrollierten Anbau, weil es ja wichtig ist, dass die Pflanzen unter qualitätsorientierten Bedingungen wachsen, geerntet und weiterverarbeitet werden. Was dann die verschiedenen Formen der Arzneimittel anbelangt, so stehen einerseits im Vordergrund die unterschiedlichen Teezubereitungen, die man dann so als eine Art von Augenbädern oder Augenauflagen verwenden kann. Zum Teil sind sie auch weiterverarbeitet in flüssige Zubereitungsformen, in Salben und in Cremes, aber jeweils unter den strengen Gesichtspunkten der Arzneimittelrichtlinien. Neben rein pflanzlichen Medikamenten werden auch eine Reihe homöopathischer Arzneimittel zur Behandlung von Augenbeschwerden zur Verfügung gestellt, die zum Teil als Wirkstoffe auch potenzierte Pflanzen enthalten. Diese Präparate erfreuen sich einer relativ großen Beliebtheit bei den Patienten. Sie werden zum Teil auch in Selbstanwendung angewendet. Ihre Verträglichkeit scheint nach den Patientenberichten sehr gut zu sein. Und nicht wenige Patienten berichten auch, dass müde, überbeanspruchte Augen dadurch doch deutlich gebessert werden. Wie man sich die genauen Wirkungsmechanismen solcher homöopathischer Arzneimittel vorstellen kann, das ist ein großer Streit in der Wissenschaft, aber auch innerhalb der Homöopathie. Und für die Patienten ist ja auch das Entscheidende, dass sie selber eine nachvollziehbare Wirkung spüren.